Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft SMP RWT Version 7. Mit dabei ist der Crazy252. Hallo! Ja, ihr merkt schon, ich bin heute nicht in der besten Stimmung. Ich bin hier, oder gesagt, wir sind heute hier mit einer traurigen Nachricht. Dies wird wahrscheinlich die letzte Folge vom RWT von uns sein, weil uns fehlt momentan einfach die Zeit fürs RWT. Ja, wir haben einfach zu viel Schulstress und privaten Stress, also wir kommen da auch nicht mehr hinterher mit aufnehmen, also dann müsst ihr uns leider entschuldigen. Es tut uns furchtbar leid, wir wollten wirklich noch ein bisschen länger da bleiben. Wir hätten echt gern noch bei der neuen Staffel mitgemacht, aber ihr habt ja schon bei mir gemerkt, es gab einfach die letzten Tage überhaupt keine neue Folge mehr. Außerdem, ich muss auch wirklich dazu sagen, uns gefällt das neue Modpack nicht so wirklich. Es gibt schon noch einiges Neues, Gutes, aber zum Beispiel hatte ich mich es ist eine Umstellung. Es ist eine ziemlich große Umstellung gewesen. Ich meine, Farmcraft hätte ich liebend gern mitgearbeitet. Magical Crops ist ein richtig cooler Mod. Dass da noch nicht rausgeflogen ist. Aber ich jetzt mal, der wurde auch noch was genervt. Ja, definitiv. Ja, auch liebend gern hätte ich hier mit dem 12 Strangler, aka Apophis oder aka Max oder aka hier tausende weitere Namen einfügen. Hätte ich lieben gern mal was aufgenommen. Oder ah, ja. Ich schätze auch du mal, ne? Ja, sicher. Na gut, ich nehme es zwar selber nie auf, aber. Ja, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, vermutlich. Aber vielleicht, wer weiß, was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Aber es wird auch deswegen nicht heißen, dass es das komplett jetzt, und zwar bezüglich Baker, RWT und so. Ich schätze mal, wenn diese ganzen Sachen wieder ein bisschen zu tot gekommen sind, und ich schätze mal, das wird noch eine Zeit lang dauern, aber es wird irgendwann kommen, werden wir irgendwann auch mal mit dem RWT vielleicht nochmal von vorne anfangen. Aber wir werden auch bestimmt noch weitermachen, irgendwann mal mit Baker aufnehmen, oder mit Putze, oder mit Trivolo. Schau mal kurz auf die Karte, was die schon für Mordshäuser haben. Ja, habe ich schon gesehen. Eieieiei. Das höre ich mir auf jeden Fall mal gerade. Nee, ich lasse das jetzt lieber sein. Ich will jetzt nämlich nicht gucken. Zufälligerweise, weil ich habe die letzten Folgen von denen leider gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, was von denen jetzt neu gebaut ist und was nicht. Also da würde ich jetzt echt nicht spoilern. Ich möchte es mir einfach gerade mal anschauen. Ich glaube, das sind Baker und Putze da hinten, oder? Ja, das. Nee, Trivolo. Oh. Trivolo ist das. Oh, interessant. Ja, dann gehe ich da erst recht nicht hin, weil ich weiß, dass Trivolo noch nicht so wirklich viel hier aufgenommen hatte. Das weiß ich nämlich. Aber ja, um auf das zurückzukommen, was wir letztens gesagt haben. Was wir eben angefangen haben zu sagen. Wir werden auch bestimmt mal bei dem einen oder anderen Live-Event von RWT dabei sein. Aber naja. Ed, Trivolo hat ja schon einiges zusammengeklopft. Muss man schon sagen. Klingt ja interessant. Was ich jetzt auf jeden Fall nochmal so andeuten möchte, ihr habt ja schon bestimmt mitbekommen, dass in der ersten Aufnahme bei dem Livestream von Baker, ich war echt nicht in der größten Motivation allgemein. Ich fand's, von der einen Seite war es recht cool, hier mit dem Paranoia-Effekt und so, aber ja, Olli spricht das auch schon gerade an. Erstens diese Physik, die finde ich einfach nur total bescheuert. Ich meine, es ist Minecraft, das Spiel hat die beschissenste Physik von allem. Es gibt ein paar Sachen, die runterfallen. Das ist Sand, Kies und Wasser und Lava. Das war's. Okay, und Lebewesen halt. Und da weiß ich manchmal auch nicht so wirklich, ob die fallen. Und da jetzt wirklich hier eine Physik einzubauen, damit sind so ziemlich 90% aller Häuser echt schon nicht mehr möglich. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich hätte auch echt gerne in dieser Staffel vielleicht mal geguckt, dass wir mal irgendwie sowas bauen wie einen Turm zum Beispiel. Letzte Staffel sind wir in die Erde gegangen, dieses Mal gehen wir über die Erde, aber naja. Interessant. Was? Man kann Schilder nicht auf dem Boden platzieren. Dann schreibt man nicht drauf. Nur an den Wänden kann man drauf schreiben. Aber da bringt mich nochmal auf eine kleine Idee. Und zwar machen wir jetzt noch ein paar kleine Crafting-Sachen. Ich will hoffen, dass sie uns das noch vergönnen.
Mal gucken, wo haben sie hier Holz? Hier ist ein bisschen was. Man sieht schon, ich habe so ein paar Sachen im Inventar, da werden wir gleich drauf eingehen. Dann machen wir es Also ich jetzt. habe gerade Tribolo ein nettes Schild hinterlassen. Ich habe noch gerade 6 Schilder gemacht. Man kann echt nicht schreiben, ne? Ja, man muss die an der Wand platzieren. Ich habe es an der Wand platziert und nichts passiert. Einfach hängt's. Bei mir geht's, wenn ich es an der Ah, Wand platziere. Shift und Wand platzieren. Einen Vielleicht funktioniert es dann letzten auch auf dem Boden. Abschiedsgruß. Nee, das will von Dosh und Crazy. So, ich habe nochmal ein letztes Abschiedsschild aufgehangen. Bei mir röpfelt der Schweiß runter. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal was trinken und besuchen vielleicht auch mal die Community-Welt, oder? Ich brauche ein gebührendes Abschlussgeschenk. Also ich habe mir hier noch so ein bisschen Stuff vorbereitet, ein paar Sachen, die ich nochmal halt in der so was gefunden hatte. Das dürfte okay sein. Muss ich noch das Richtige finden. Und ich hoffe, dass eins will ich mir noch mitnehmen. Das letzte Mal will ich bei der Community-Welt noch ein bisschen mit Kacke rumwerfen. So, ich würde dann sagen, Warte, warte, warte. ich gehe noch ein letztes Mal hier von dem Brunnen trinken. Och Mann, funktioniert nicht. Auf Wiedersehen, Max. War eine kurze Bekanntschaft, aber das war auf jeden Fall eine schöne Bekanntschaft, aber ich hoffe, dass wir auch demnächst irgendwann mal was aufnehmen können. Ich kann den noch nicht mal. Gut, dann würde ich sagen, Adios. adios. Ja, jetzt muss man nur noch. Und wieder zurück. So. Ein letztes Mal den Wundervollen aufzurufen. Du hast keine Ahnung, wie der funktioniert. Oh, doch. Doch, klar. Oh, kannst ja doch noch was. Na, wir wollten ja in die Community. Ja. Gut. Ja. Dann hüpfen wir auch nochmal hier rein. Und wir sind gelandet. Warte, ich falle noch, ich falle noch, ich falle noch. Warte, zu meinen Ehren. Muss ich einfach gerade mal machen. Du musst sterben. Ja! Du bist so ein Profi. Du fliegst bei mir hier gerade in der Luft. Oh, gibt ja so ein paar Regeln. Hier ist einer gestorben. Oh. Ich weiß, wer Ja. hier gestorben ist. Ich. Oh, ich hatte noch was im Inventar. Deine Abschiedsgeschenke? Nö, Steaks. Ah. Ich würde sagen, ich frage mal, wo kann man denn hier gerade die Community antreffen. Bin ich mal gespannt, wer jetzt hier so alles auftaucht. Mir ah, Drawbridges. Wo sind du jetzt schon hin? Ich bin gerade aus der inneren Stadtmauer raus. Ich schaue gerade auf Ja, den. hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Ah.
Ich mach dann immer so. Warte. Weißt du Nee. was? Dann komm einfach auch raus. Also der Turm da oben, der gefällt mir schon mal. Haben Sie die Physik wieder rausgenommen oder was? Wir kommen hierher, bei Fuß. Und zwar haben wir hier den Alheimer Jungen. Und ich würde sagen, der bekommt das erste Abschiedsgeschenk. Der bleibt mir da. Zurück. Alheim. Ohne eine Hell. Also hier hat schon einer definitiv ziemlich viel mit Saumacraft gearbeitet. Wieso? Fliegen die Würstchen oder? Nein. Schau dir einfach mal hier die allein schon den Aufgang an. Crazy on. Und er ist im Boden versunken. Ich glaube, wir müssen nicht mal alle schlafen gehen. Ja, es fehlt ja nur noch einer. Oh, da drüben. Na, von dem müssen wir uns auf jeden Fall verabschieden. Raupe! Raupe Lizard. Yay. Erstmal schlagen. Och. Hey, meine Bitch! Oh, wie nett, er hat schon Flügel. Ja, der wird jetzt richtig zum Engel, ne? Ich würde sagen, der kriegt jetzt so einen kleinen Blumenstrauß. Dich ein kleines Geschenk. Gelobt sei Raupe Lizard. Jetzt noch komisches Smiley machen. Die, sehr schön, die Hälfte hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ach ja, Minecraft, das okay. Spiel, das immer kaputt bleiben wird. Ich glaube, ich habe da gerade jemanden gesehen, von dem ich mich echt noch verabschieden muss. Oder? Ist er drauf? Nee. Ich würde aber gerne mal so ein paar Gebäude hier anschauen. Ja, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Ja, ui, sehr schön gebaut. Kann man sie auch draufsetzen? Boah, yay. Schau dir das mal an. Warte. Ach, das ist ja geil. Hier das Crafting Terminal als so eine Kochplatte. Das ist wirklich genial. Nicht schlecht, muss man schon sagen, ne? Also, eins würde ich mal sagen. Oder hier, Charge Quartz Fixer. Von der Platinum Logistics 2, als eine Lampe. Oh, hier kann man trinken. Ne, hier. Aber es ist verdammt gut geworden, muss man schon sagen. Das ist mal eine moderne Küche. Und ich würde mal sagen, Baker, Butze, Trivolo und Max, schaut euch mal ab, so wird hier ein Feld gebaut, also alter Finne. Ne, das hat einer aus der Community gebaut. Ja, das sollen sie sich abgucken. War, glaube ich. Wow, da unten eine Riesenbrücke. Ui, aber ich würde sagen, wir hängen dann mal kurz in die Küche hier ein kleines Abschiedsschild. Tolle Küche. Na? Heute keine Rechtschreibfehler bei der. Ach, das ist keine Rechtschreibfehler. Ach du Kacke, sieht das so übel scheiße aus. Boah. Geprüft von Dosh und Crazy. Eieiei. Die haben ja ordentlich hier was gebaut, muss man schon sagen. Ja. Das muss man nennen lassen. Aber immerhin wird das Wasser weniger.
Oioioi. Also diese Brücke hier, dieser Tunnel, der sieht echt genial aus. Oh ja. So, wo bist du jetzt schon wieder hingeflogen? Lol. Surprise. Surprise, Motherfucker. Dann gehen wir mal kurz hier so ein paar Gebäude mal von der Community. Also vier Schilder haben wir noch. Erstmal Raupe schlagen, oder? Nee, warte. Erstmal Raupe mit Kacke abwerfen. So, dann gehen wir mal weiter. Ach du Scheiße, was haben die denn da aufgebaut? Oh, die haben schon sehr viel mit Carpenters Block gearbeitet, muss man sagen. Oh ja, das habe ich schon verdammt oft gesehen. Und von wem kam die Idee, den Mod reinzunehmen? Ne? Von mir. Arschloch. Oh ja, hier sehr Das schön. ist das Gebäude von... Also ich habe den Namen vergessen. Das sieht gerade verdammt aus wie ein Schwimmbad. Ja. Nur eine Hallo. Wand trennt uns. Warte. Gleich nicht mehr. Nein. Das ist hier Glas. Der Block würde eh nicht kaputt gehen. Ui, das ist auch mal ein sehr schönes Gebäude. Hast du mal ein Schild für mich? Weißt du, das ist? Du wolltest ein Schild hier? Das könnte echt unsere Liebeshöhle sein, ne? Und was schreibt er? Aber echt schade, dass es schon so schnell enden musste. Na, was schreibst du denn? Ach, gar nichts. Lauf mal in die andere Richtung. Wieso? Ah, nur so. Na, wohin bist du? Ah, da bist du. Auf jeden Fall würde ich echt mal gerne in diesen Turm da drüben hingehen. Aber ich finde es schade, dass hier jetzt alle so verstreut sind. Ich dachte, sie würden echt wieder eine große Gemeinschaftsstadt bauen wie beim letzten Mal. Groß. Glaub mir, das sah beim letzten Mal echt besser aus. Also jetzt nicht besser im Sinne von vom Baustil besser, sondern viel größer. Eine Gemeinde, wirklich kein Dorf mehr, schon eine richtige Stadt. Ui, hier waren sie schon mit Faunkraft am Werk. Nitor. Sag ich doch. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber ziemlich. Oh ja. Aber irgendwie haben sie die Inneneinrichtung vergessen. Ja, das kommt ja noch mit der Zeit. Oder täusche ich mich? Ey, das ist so ein Alzheimer, Junge. Ah, okay. Was? Erster Zauber. Erster Ja, Zauberspezialist das habe hier. ich mir schon gedacht. Ui. Arcane Lampic. Alchemical Furnace. Komme bis ganz nach oben. Ach, hier ist noch eine Treppe. What the hell? Ich würde sagen, Faunkraft hat sich dezent verändert.
sieht aber geil aus. Oh ja. Was haben wir hier? Ich will es nicht wissen. Fick dich. Verdammt! Du kannst diesen Kampf nicht gewinnen. Wir sollten vielleicht aufhören, bevor wir hier noch etwas kaputt machen. Ja. Der wird sich auch gerade denken, was das für zwei Idioten sind. Hier nochmal Kacke für dich. Ich würde echt gerne mal den Olli antreffen. Kannst du mal gerade fragen, wo Olli ist? Oder bist du noch nicht on? Ach, du bist so ein Affe. Keine Angst, sie macht es noch schlimmer. Dappen gefunden. Ui, das ging ja schnell. Gut, dann würde ich sagen, geben wir jetzt dem Olli die letzten Sachen von uns, ne? Ja, er hat zwei Steaks bekommen von mir. Da kommen wir in den ganzen restlichen Scheiß. Abschiedsgeschenke. Verteile sie. Bitte unter der Warte, ich Kommt. habe Raupe noch zur Hilfe gerufen. Okay. Ui. Und jetzt hole ich nochmal kurz, wo man mein letztes. Also ich weiß ja nicht, was er erzeugen will, aber okay. Jetzt habe ich nämlich blöderweise ein Schild, wollte ich noch dabei haben, das war ich voll. Ich wollte nämlich ein Schild mal hier an die Erzverarbeitung hängen. Oder irgendwo, vielleicht am Eingang. Noch einen guten Ort für ein paar Abschiedsgrüße. Wo hängst du jetzt rum? Ja, das war Ich ja bin an der gerade. Erzverarbeitung. Ist gerade so interessant hier. Ach ja, das Bronze Age und Greg. Was ja mittlerweile ein eigener Mod geworden ist. Naja. Ach ja, das Lagersystem haben sie auch ordentlich ausgebaut. Ja, das hatten sie schon beim ersten Mal. Kommen wir euch besuchen, sind ja nicht gestorben. Ich würde sagen, das letzte Schild hänge ich jetzt hier an den Ofen im Lager. Grüße von dem Chaoten Dosh und Crazy Job. Ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge.
Tut mir schon gerade so ein bisschen im Herzen weh, diese Folge so zu beenden, aber. Ja, leider. Dann schon mal kurz. Stell dich mal perfekt neben mich. Man sieht nur noch, wie mein Schweiß bei mir runterperlt. Ich danke euch allen herzlich dafür, dass ihr bei dieser relativ kurzen Staffel dabei wart. Auch, dass ihr bei der ersten Staffel von uns bei AOT Version 2 dabei wart. Es war eine super Staffel. Ich hätte nicht erwartet, dass so viele schon direkt dazuschauen werden. Aber ich muss echt mal sagen, Leute, ihr seid super. Dann würde ich sagen, war es das für diese letzte Folge vom Minecraft SMP AOT Version 7. Ich wünsche euch allen noch sehr viel Spaß bei dem Let's Play von Baker, von Trivolo und